Einen wunderschönen guten Morgen hier von der italienischen Küste. Ich bin gerade aufgewacht und wollte mal hier in die Nähe am Strand entlang wandern, denn dort ist, da mündet ein Fluss ins Meer und das wollte ich mir mal anschauen. Später geht es entweder nach Alborello oder nach Matera. Ich kann mich noch nicht entscheiden, beides geht leider nicht, weil ich sonst einen Kreis fahren müsste. Ja, lasst euch einfach überraschen. Und bis dahin, kommt mit. Ciao. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich habe jetzt die anderen Badegäste hinter mir gelassen. Hier ist jetzt die Flussmündung. Wenn jemand von euch diesen Stellplatz-Tipp haben will, dann schreibt mir bitte, weil ich möchte es nicht öffentlich machen. Ich vertraue euch da einfach, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in meiner Community jemand ist, der einfach alle Plätze vermüllt und auf allen Plätzen uriniert und Klopapier ablegt und so weiter. Hier ist die Flussmündung eines der größten Flüsse hier in der Gegend, den Agri. Und ja, hier fließt der ins Meer, da sitzen noch zwei Angler. Süßwasser trifft Salzwasser. Der Fluss scheint hier echt tief zu gehen. Also ich würde jetzt hier nicht durchlaufen, weil ich auch den Grund nicht sehe. Im Gegensatz zum Meer, das ist hier super flach. Einfach ein richtig schöner Ort. Falls ihr nachts hierher kommt, achtet auf die Wildschweine. Ich habe schon die Spuren gesehen. Übrigens, diese Angler sind die ersten netten Menschen, die ich hier getroffen habe auf meiner Fahrt, die mit mir gesprochen haben. Allerdings auch nicht auf Englisch, aber immerhin, wir haben es versucht. Ja, ich gehe jetzt zum Auto zurück, denn das Abwaschwasser wird auf dem Autodach warm. Ich wollte den Herd heute nicht auspacken, es ist so warm. Und dann wasche ich erstmal ab, dann gehe ich nochmal eine Runde schwimmen und dann fahre ich höchstwahrscheinlich nach Matera. Es geht los Richtung Matera. Es sind draußen 36 Grad. Hallo aus Matera. Dann lasst uns mal die Höhlenbewohner suchen. Jetzt bin ich hier an so einer Touristen-Office vorbeigekommen, da habe ich mir erstmal einen Stadtplan kostenlos holen dürfen. Da ist schon mal das Castello. Boah, es ist wirklich wunderschön hier. Jetzt gehe ich nach Sassi, das ist der Teil von Matera, wo die Häuser in Höhlen gebaut wurden. Da wohnt ein Das ist seine Terrasse. Auch nicht schlecht. Es ist einfach sowas von genial. Ich gehe jetzt in eine dieser Höhlenwohnungen hinein. Da ist die Küche.
mit Fenster. Das Klo. Der ehemalige Stall mit Futterkrippe. Hier ist die Vorratskammer für die Tiere. Hier wurde das Getreide aufbewahrt. Da ist die Futterkrippe. Das ist sozusagen der Stall. Nur mit einer Trennwand vom Hauptraum. Hier neben dem Bett steht die Trockentrenntoilette. Da schläft das Baby. Ein riesiges Brot. Das Bett ist so hoch, weil es vor der Feuchtigkeit am Boden schützen sollte. Und man konnte gleichzeitig noch den Platz darunter für Vorräte nutzen. Das ist der Brotschrank, der diente für die Aufbewahrung der Vorräte, zum Beispiel Brot, Hülsenfrüchte, Mehl und so weiter. Das ist die Kohlenpfanne, die diente zum Heizen. Und wenn sie Freizeit hatten, saßen sie ringsrum und haben sich unterhalten. Der Webstuhl, der wurde auch mal verborgt. Also nicht jede Familie hatte einen. Da ist ein Brotstempel mit den Initialen der Familie. Und die Familie hatte viele Kinder. Hier diese unteren Schubladen wurden auch als Betten genutzt. Meistens gab es 6 Kinder in einer Familie. Das kleinste lag nur tagsüber darin. Nachts war es im großen Bett. Und die kleinen, nächstjüngeren lagen in diesem. Meistens war aber die Säuglingssterblichkeit oder generell die Kindersterblichkeit bei 50% oder über 50% sogar. Also bis 1952 haben die hier so gelebt. Um diesen Tisch saßen dann alle und haben gegessen aus der einen großen Schüssel. Also das ist hier eine Schneegrube. Und zwar sieht das Ganze so aus. Da oben sind die Löcher, da wurde der Schnee in diesen Raum geschüttet. Und hier am Boden wurde er gelagert. Und zwar, so, hier sieht man das. Hier oben wurde der Schnee gesammelt durch die Löcher. In der Decke wurde der hier unten gelagert. Unten war eine Schicht mit Kies. Dann kamen die Schneeschichten, zwischendrin die Blätter, um den Schnee kalt zu halten oder zu konservieren. Schon fantastisch, wie die früher hier ihre Sachen gekühlt haben. Und das ist die Felsenkirche aus dem 13. bis 17. Jahrhundert. Genug Kultur, ich habe Hunger. Es ist irgendwie gar nicht so einfach, den Eingang hier wieder in die andere Stadt, also in diese Stadt zu finden. Muss ich mich erstmal durchfuchsen. Ich sitze jetzt hier und habe mir so eine Nudelbowl bestellt und muss mich erstmal ein bisschen entspannen. Aber soweit bin ich durch. Hat mir sehr gut gefallen. Danke für den Tipp. Auch abseits der Sassis ist es hier wunderschön. Bisschen touristisch, geht noch. Aber kauft keinen Frozen-Joghurt da. Der war bei mir schlecht und die haben nicht mit sich handeln lassen. Bah! So, aber jetzt geht's auf in den nächsten Ort. Es ist schon Nachmittag, sonst schaffe ich das nicht mehr. Ich
bin in Alborobello und schaut mal, was ich für ein schönes Plätzchen habe hier unter Olivenbäumen. Das ist hier ein Parkplatz. Er hat gleich gefragt, ob ich über Nacht bleibe. Und ich, nein, ich wollte nur parken. Parken kostet 5 Euro und über Nacht kostet 22 Euro. Wow, nee, da stelle ich mich lieber irgendwo in den Busch. Und er konnte mir nicht die Auskunft geben, wie lange 5 Euro gültig sind. Also kann ja auch um 0 Uhr kommen oder so. Da ist er ausgewichen. Seit kurz hinter Matera sind mir diese Häuschen aufgefallen. Die standen auch beim Bauern auf der Kuhweide. Und überall standen diese Häuschen. Wahrscheinlich auch noch von früher. Nur, dass diese hier für den Tourismus rekonstruiert wurden. Natürlich kann man hier auch jede Menge Sachen kaufen. Ich bin jetzt hier über den Dächern und schaut mal. Das sieht alles so süß aus hier. Es ist nicht genau belegt, seit wann es diese Bauten hier gibt. Aber es hatte einen Grund. Und zwar, der Feudalherr dieser Gegend, den Namen kann ich leider nicht aussprechen, der wollte eine geltende Regel umgehen. Und zwar war es im Königreich von Neapel im 17. Jahrhundert verboten, neue Ortschaften zu errichten. Jedenfalls ohne Erlaubnis. Und diese Erlaubnis kostete Geld. Dann ließen sich aber immer mehr Siedler hier nieder. Und dann kam dieser Feudalherr und sagte, hey, ihr müsst bei dieser Bauweise bleiben, weil das Dach, das kann man schnell abbauen und auch schnell wieder aufbauen. Und wenn dann hier die Obersten kommen, sich zur Kontrolle ankündigen, dann stehen hier nur irgendwelche armseligen aufgebauten Wände, die nicht richtig fertig sind. Und man konnte dies nicht als neue Siedlung bezeichnen. Und somit musste man auch keine Steuern zahlen. Der Ort gehört jetzt zum UNESCO-Welterbe, aber hat so ein bisschen von seinem Charme verloren wegen der vielen Touristen. Man kann übrigens in viele der Trullis reingehen, weil es sind fast alles Schottrestaurants und sowas alles. Hier kann ich noch mal kurz zeigen, was der Feudalherr meinte mit die Dächer sind schnell auf- und abgebaut. Hier seht ihr das genau. Das sind einfach nur Steine, die übereinander gelegt wurden. Ich war gerade in so einem Laden und der hat gesagt, ich darf hier hoch, ich soll nur auf meinen Kopf auspassen. Ja, ich muss mich bücken. Für seine Kunden darf man hier hoch. Wow! Ist das schön! Wie viele Siedler sich damals hier angesiedelt hatten. Mega! Mit so einen Steinen habe ich meine Wand verkleidet. Und jetzt muss ich hier wieder irgendwie runterschleichen und auf meinen Kopf aufpassen. Das ist wahrscheinlich, ich schätze mal, so 1,60 hoch. Mind your head. Very nice, thank you very much. Cool, hier kann man so ein Haus ansehen, wie es jetzt aussieht. Ich mach mal Weitwinkel, sonst seht ihr eh nichts. Hier ist praktisch der Eingangsbereich. So, hier ist das Bad, die Dusche. Also ich sag mal, ist alles sehr klein. Mein Kopf geht bis hier, man muss sich immer bücken. Was haben wir hier noch hinter? Rumpelkammer. Hier ist das Schlafzimmer. Ist ja, ich finde, es sieht voll gemütlich aus. Und hier ist das Wohnzimmer sozusagen. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Darf ich vorstellen?
meinen neuen Stellplatz. Eigentlich wollte ich Bari anfahren, aber in Bari gibt es, also ich habe jedenfalls keinen gefunden, keinen Stellplatz, wo in den Bewertungen nicht steht, es wird eingebrochen, achtet auf Banden, bla bla bla. Und darum habe ich gesagt, okay, das hatte ich letztes Jahr in Frankreich auch, ich glaube in Montpellier. Und da war ich gar nicht erst hin, Pech gehabt. Und jetzt stehe ich hier, ist es nicht herrlich, mitten in den Olivenfeldern. Ich liebe diesen Platz jetzt schon. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Wer weiß, wohin es mich noch so verschlägt.